Ja, vielen Dank. Ich war ganz froh heute Morgen, als Herr Sladek sich nicht an den Titel der Veranstaltung erinnern konnte, weil als ich meinen Vortrag ausgearbeitet habe, konnte ich mich auch nicht an die Ankündigung im Programm erinnern und habe jetzt praktisch einen komplett anderen Vortrag, den ich Ihnen halten werde. Aber der wird Ihnen auch gefallen. zunächst einmal, weil ich glaube, es kennen nicht alle Urgewalt. Das ist Urgewalt. Wie Eva sagte, beschäftigen wir uns mit dem Geld. Und zwar schauen wir uns an, was deutsches und europäisches Geld alles Schlimme im Ausland macht. Das ist sozusagen unser Arbeitsgebiet. Und wir sind eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation. Wir haben immer schon sehr viel zu Energieprojekten jeder Art gearbeitet, große Staudämme, Atomkraftwerke. Und in den letzten Jahren, aber auch zunehmend zur Kohleindustrie. Und zwar also fing so die systematische Arbeit, sag ich mal, zur Kohleindustrie bei uns in 2011, 2012 rum an, weil wir festgestellt hatten, ich bin über so eine Zahl gestolpert, die Weltsteinkohleproduktion hat sich zwischen dem Jahr 2000 und 2011, 2012 verdoppelt. Denk mal, die ganzen Klimakonferenzen verdoppelt. Also wie kann das sein? Und wir haben versucht zu verstehen, wie das passieren konnte. Und einer der Gründe, die wir dafür ausgemacht haben, ist die Tatsache, dass seit dem Jahr 2005, als das Kyoto-Protokoll in Kraft trat, dass die Finanzflüsse an die Kohleindustrie um 360% gewachsen waren. Das macht einiges an Expansion möglich. In 2011 haben wir dann diese Studie herausgebracht, um zu beantworten, wer stellt eigentlich dieses Geld zur Verfügung. Da haben wir vor allen Dingen auf die Banken geschaut und wir haben feststellen können, dass rund 20 große internationale Banken für rund 3/4 der Kredite an die Kohleindustrie verantwortlich sind. Und dann die Namen dieser Banken veröffentlicht, anlässlich der Klimakonferenz in Durban. Und mit vielen dieser Banken gesprochen und unsere Forderung war, die Banken sollen aus der Finanzierung der Kohleindustrie aussteigen. Sonst fahren wir unser Klima gegen die Wand. Als wir den Banken das gesagt haben, da haben sie laut gelacht und gesagt, das kann nicht euer Ernst sein. Also hör mal, Leute von Urgewalt, manchmal habt ihr ja irgendwie eine ernstzunehmende Kritik an irgendein Einzelprojekt und ihr werft wichtige Aspekte auf, aber ihr könnt jetzt nicht verlangen, dass wir auf so viel Geschäft verzichten. Dann haben wir festgestellt, okay, Urgewalt, wir sind jetzt inzwischen 16 Leute, damals waren wir ungefähr 10 Leute und haben gedacht, ja, blöd, ne? Was machen wir jetzt, ne? Und dann haben wir gedacht, gut, ne? Also im Grunde müssen wir vielleicht einen kleineren Schritt definieren, den die Banken theoretisch machen können. Einer, der auch schon richtig unangenehm ist für sie, aber einer, wo wir so unangenehm werden können, dass es doch noch angenehmer für die Banken ist, einfach diesen Schritt zu tun. Und das, was wir uns dann überlegt haben, ist, wir haben uns einen bestimmten Teil der Kohleindustrie ausgesucht, und zwar der Kohlebergbauindustrie in den USA. Dort gibt es in den Appalachen eine Praxis, und die heißt Mountaintop Removal. Das hat in den 70er Jahren angefangen, des letzten Jahrhunderts. Und die Grundidee dahinter war, hier geht es um Steinkohleabbau, dass es ja viel billiger ist, also statt eine Untertagemine einzurichten, einfach die Bergkuppen abzusprengen. Und da braucht man viel weniger Arbeiter und überhaupt für die Firmen ist das spannend. Und die Tatsache, dass die Landschaften dann nicht mehr so aussehen, sondern dann so, tja, so ist es halt. Diese Praxis ist in den meisten europäischen Ländern nicht erlaubt. Das war auch mit ein Grund, warum wir uns genau diesen Teil der Kohlebergbauindustrie ausgesucht haben. Und eigentlich ist es so, dass jeder Mensch, der diese Bilder sieht, irgendwo im Inneren fühlt, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, so etwas zu tun. Fürs Mountaintop Removal, es ging um ungefähr ein Dutzend Konzerne in den USA, die diese Bergbaupraktik anwenden. Also für die Banken ein absolut machbarer Schritt, auf Geschäfte mit diesen 12 Firmen zu verzichten.
Es ist so, dass das Mountaintop Removal nicht nur schlimme Folgen für die Natur hat, sondern auch für die Menschen, die in diesen Gegenden leben, weil der Abraum, nachdem die Bergkuppe gesprengt wird, das wird einfach ins nächste Tal gekippt und Schwermetalle vergiften die Wasserläufe und sie haben, ich meine, so sieht das Wasser dann aus, was bei den Menschen aus dem Wasserhahn kommt. Und wir haben dann gedacht, wir gehen auf die Geburtstagsparty der verschiedenen Banken, ihre Jahreshauptversammlung. Und wir versuchen da mal die Wirklichkeit zu inszenieren. Und zwar, wie das Leben in diesen Gebieten ist. Und wir haben einen Betroffenen aus den Appalachen eingeladen, Paul Corbett Brown. Der hat große Bilder gezeigt auf der Aktionärsversammlung, wie es aussieht. Er hat Wasser aus einem Wasserhahn mitgebracht. Er hat dann eine Rede gehalten, wo er die Vorstände gefragt hat. Und möchten Sie Ihre Kinder in diesem Wasser baden müssen? Und das hat, man denkt immer auf der anderen Seite, ja, das sind Konzerne und da sitzen gar keine Menschen mehr, aber das hatte eine Wirkung. Und es war 2012, zwei Monate nachdem Paul im Endeffekt, ich glaube 4 Minuten, auf der Hauptversammlung der französischen Bank BNP Paribas gesprochen hat, damals die erste oder zweitgrößte Bank der Welt, hat BNP Paribas eine neue Bergbau-Policy erlassen, dass sie keine Firmen mehr finanziert, die Mountaintop Removal praktizieren. Bei der Deutschen Bank hat das natürlich ein bisschen länger gedauert. Aber 2016 waren wir so weit, ne? Es war also wirklich so eine Genugtuung, da in der Hauptversammlung zu sitzen und zu hören, wie in der Eingangsrede damals der Co-Chef der Deutschen Bank gesagt hat, dass Mountaintop Removal keine legitime und ökologisch vertretbare Form des Kohlebergbaus ist, dass die Deutsche Bank sich daraus zurückzieht. Das war eine sehr wichtige Entscheidung, weil die Deutsche Bank zu der Zeit der größte Finanzierer vom Mountaintop Removal Bergbau war, weltweit. Eigentlich hat dieses Spiel genauso funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Sobald die Banken eigentlich gezwungen waren, einen bestimmten Teil der Kohleindustrie, nicht nur ein Einzelprojekt, aber wirklich einen bestimmten Teil der Industrie zu bannen, hat das die Tür geöffnet, dafür auch weiterzugehen auf diesem Pfad. Und so hat, als die Deutsche Bank sich aus dem Mountaintop Removal zurückgezogen hat, haben sie letztlich auch die Mitarbeiter, die dafür zuständig waren, sind sie losgeworden. Und dieses ganze Kohleteam, was immer mehr Geld in diese Industrie reinschaufeln wollte, hat einen großen Knick bekommen. Es ist so, dass heute, ich kriege die Logos gar nicht mehr alle hier drauf, aber es gibt über 15 große internationale Banken, die haben noch nicht wirklich tolle Policies, aber die haben entweder sich verpflichtet, dass sie keine Finanzierung überhaupt mehr für neue Kohleminen geben oder für neue Kohlekraftwerke oder für Firmen, die über 50% ihres Umsatzes im Kohlebergbaus machen. Also die Policies sind ganz unterschiedlich. Da ist noch vielleicht eine einzige, wo wir sagen würden, ja, das ist echt ein Modell, das sollten die anderen mal nachmachen. Aber trotzdem sieht man, dass diese Idee, die wir in 2011 hatten, dass die Finanzindustrie eigentlich komplett aus der Finanzierung des Kohlesektors aussteigen müsste, dass das eine machbare Geschichte sein kann. Dass die französischen Banken, Sie sehen hier mehrere französische Logos, dass die einfach ein bisschen weiter sind, ne, hat natürlich damit zu tun, dass es eine andere Energiewirtschaft in Frankreich ist. Was bei uns Atom war, ist in Frankreich Kohle. Hat aber auch damit zu tun, dass die eine fantastische Bewegung einfach in Frankreich haben zu diesem Thema, ne, mit großen Känguru-Demonstrationen zum Beispiel, ne. Gerade in 2005 haben sie den Klimagipfel hervorragend genutzt, die Organisation, ne? Haben Banken besetzt, ne? Als Klima wirklich Tatorte und Ähnliches gemacht. Das hat die immer mehr zu einer Situation geführt, sobald einzelne Banken sich bewegen, dass es für die anderen dann schon wieder ein größeres Reputationsrisiko ist, ne? Wenn sie in bestimmten Projekten oder drin sind, bestimmte Firmen unterstützen, die von den anderen gebannt sind.
Jetzt sind die Banken aber nur die Hälfte des Problems. Was Sie hier sehen, ist eine Finanzanalyse, die wir mal gemacht haben zu verschiedenen Kohlebergbaufirmen. Und da haben wir festgestellt, also der rote und grüne Teil der Torte, das sind die Investoren. Das sind die, die dann die Anleihen und die Aktien von Kohlefirmen kaufen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wer ist in Deutschland der größte Investor? Wo sollen wir anfangen? Fangen wir bei der Allianz an. Allianz hat als Versicherer, wissen die doch schon was über den Klimawandel. Wir haben in das Portfolio der Allianz geschaut und haben festgestellt, dass es da ganz schön viele Investitionen in Kohleunternehmen gab, ne? Was einen doch so ein bisschen wundert, ne? Wir haben 2012 mit unserer Kampagne gestartet. Das, was Sie da rechts sehen, das war das Fluchwort, was wir verteilt haben bei der Aktionärsversammlung der Allianz. Das fanden Sie überhaupt nicht lustig. Das war das erste Mal, dass also wirklich NGOs da auftauchen und Sie direkt kritisieren. Sie waren es sonst gewohnt eher, dass Sie gemeinsam mit NGOs Statements im Vorfeld der Klimakonferenzen gemacht haben. Ne? Aber dass Sie jetzt plötzlich die Bösen waren, das war ein bisschen ungewohnt. Sie haben das aber trotzdem ernst genommen, unsere Kritik, und es ist sogar ein Vorstandsmitglied der Allianz zu dem englischsprachiger, wie er sagte, Sassenberg Summit gekommen. Urgewalt sitzt in Sassenberg, ne, nach der Hauptversammlung, um wirklich zu verstehen, was wir da wollen und was wir da fordern. Und als wir gesagt haben, naja, die Allianz sollte komplett nicht mehr in die Kohleindustrie investieren, war das Gespräch aber ziemlich schnell zu Ende. Und war schon wieder einer dieser Knoten da, wo man denkt, oh Gott, wie sollen wir weiterkommen? Ne? Allianz ist die größte Versicherungsgesellschaft weltweit. Wir sind, wir sind halt 15 Leute. Was reicht der Druck? Also was müssen wir jetzt tun, damit sich da was bewegt? Ne? Dann haben wir gedacht, machen wir das, was man oft im Leben machen sollte, wenn eine Situation gerade schwierig ist. Wir fahren weg. Ja? Und wir machen was ganz anderes. Und dann sind wir nach Norwegen gegangen. Und haben gedacht, in Norwegen gibt es einen noch größeren Investor, der Norwegian Government Pension Fund, der zweitgrößte Investor der Welt. Wenn wir den überzeugen können, das zu machen, wo wir bei Allianz also einfach da in die Leere reinreden, dann sieht das Spiel doch vielleicht anders aus. Und in Norwegen ist die Situation noch mal eine ganz andere, weil Norwegen keine Kohleindustrie hat. Deswegen gibt es überhaupt nicht diese ideologische oder emotionale Verhaftung, die es bei uns doch noch gibt zu diesem Thema. Ne? Und andererseits heißt es aber auch, dass den Norwegern überhaupt nicht klar ist, wie die Realität der Kohleindustrie so ist. Ne? Der Norwegian Government Pension Fund wird von der norwegischen Zentralbank, Norges Bank, verwaltet. Und das Problem war eigentlich, als wir angefangen haben mit dieser Geschichte, dass Norges Bank, die eine sehr hohe Glaubwürdigkeit haben, also niemand in Norwegen könnte sich vorstellen, dass Norges Bank lügt, gesagt haben, wir haben eigentlich keine Kohleinvestitionen. Nun, wenn man in über 8000 Firmen als großer Investor investiert ist, wie das der Norwegian Government Pension Fund war, kann das eigentlich nicht sein, dass man keine Kohleinvestitionen hat. Also haben wir, was ich in relativ im Nachhinein betrachtet, also feststelle, dass eigentlich eine relativ wahnsinnige Idee war, haben wir gedacht, wir gehen einfach dieses ganze Portfolio durch und wir filtern die Kohlefirmen raus. Weil es ist völlig klar, wir brauchen dieses Gespräch in Norwegen gar nicht anfangen, wenn wir nicht Fakten auf den Tisch legen. Ne? Und wir haben uns zu Fuß ohne irgendein Bloomberg Terminal oder sonstige Datenbanken einfach uns da durch die Firmen gewühlt und das sah oft dann so aus. Weil es gibt so viele Firmen, die zur Kohleindustrie gehören, glauben Sie es mir. Und es gibt so viele Firmen auch, wo man im Anfang gar nicht weiß, was die machen. Ne? Also wer denkt, dass eine Firma, die China African Sunlight Energy heißt, Kohlekraftwerke baut? Zum Beispiel. Ne? Da muss man also bei jeder einzelnen Firma wirklich nachgucken. Das, was wir dann rausgefunden haben, war, dass die Kohleinvestition nach unserer Definition, wer zur Kohleindustrie gehört, viel, viel größer waren als die, die Norges Bank als Kohleinvestitionen bezeichnet hat, und zwar 32 Mal so groß. Das hat für ziemlich Furore in Norwegen gesorgt. Wir waren also das Hauptthema in den Abendnachrichten. Unsere Studie war das Hauptthema in den Morgennachrichten. Wir waren irgendwie die Titelseite von der größten norwegischen Zeitung. Wir haben die Studie im norwegischen Parlament vorgestellt.
wir hatten, was eine wesentliche Erkenntnis aus dieser ganzen Kampagne war, festgestellt, dass einer der Gründe, warum diese Zahlen so differierten, war nicht, dass Norges Bank gelogen hat, sondern dass Norges Bank einfach eine ganz andere Definition hatte, was die Kohleindustrie ist. Und dass es häufig bei großen Investoren so ist. Die linke Seite des Bildes, also so Kohlebergbaufirmen, das wird noch durch die, sag ich mal, die Systeme oder die Klassifizierungsmerkmale, die sie benutzen, um ihr Portfolio zu managen, das wird dann noch so als Kohleinvestition erkannt. Aber die rechte Seite des Bildes, nein, 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 das ist eine Utility Investment, ja. Also das heißt, Investitionen in Energieversorger, auch wenn sie kohlebasiert sind, werden nicht als Investitionen in die Kohleindustrie gesehen. Und wir haben also einer der Gründe, glaube ich, warum diese ganze Kampagne am Ende erfolgreich war, das wissen die meisten ja schon, ist, dass wir nicht nur diese Zahlen vorgelegt haben, sondern wir haben auch versucht, wirklich zu vermitteln, was die echten Kosten dieser Investition sind. Wir haben die Namen der Firmen genannt, wir haben anhand von wirklich konkreten Investments aufgezeigt, wie die Gesundheit der Menschen geschädigt wird, wie hier die Zukunft von Kindern, eine ganze Generation von Kindern in Indien, in riesigen Gebieten, die alle mit Quecksilber verseucht werden, wie ganze Wassersysteme in Russland zerstört werden mit dem Geld, mit dem Altersgeld, ja, der Norweger. Und das wollten die Menschen nicht. Es gab einen einheitlichen Beschluss, getragen von allen Parteien im norwegischen Parlament, aus der Kohle auszusteigen. Und ich meine, dieses Bild, das war auf der Eingangswebseite vom norwegischen Parlament. Das würde ich gerne auch mal im Deutschen Bundestag auf der Webseite sehen. Ja, und komischerweise, nachdem die Norweger am 5. Juni 2015, passend World Environment Day, diesen Beschluss getroffen haben, da ging es auch bei der Allianz. Ja, hat nur noch ein paar Monate gedauert, noch ein bisschen Druck, ein paar negative Medienartikel und da ging es plötzlich. Nun, der Beschluss, den die Allianz getroffen hat, der sich auch an der norwegischen Entscheidung orientiert, geht davon aus, dass Firmen divestiert werden, die über 30% ihrer Stromproduktion oder über 30% ihres Umsatzes mit der Kohle machen. Das sind zwei Ausschnitte von vergangenen Kampagnen. Und ich will jetzt zum Schluss über unsere zukünftige oder unsere jetzige Kampagne sprechen, die eigentlich sich sehr an der 1,5-Grad-Zielsetzung von Paris orientiert, die nämlich, also wenn wir dieses Ziel wirklich ernst nehmen, ja, und nicht nur als etwas, was auf dem Papier steht, bedeutet, dass wir sehr viel schneller aus der Kohleindustrie aussteigen müssen als vorher geplant. Und es bedeutet vor allen Dingen, dass wir keine weiteren Kohlekraftwerke bauen dürfen. Durch diese ganze Auseinandersetzung, die eigentlich so ein Stück weit da in Norwegen ihr Anfang genommen haben, haben wir bei diesen großen Recherchen festgestellt, dass aber weltweit zurzeit über 840.000 Megawatt neuer Kohlekapazität geplant sind. Für die, denen das nicht sagt, das ist fast 43% der Kohlekapazitäten, die bereits in Betrieb sind. Ich will jetzt gerade einen Moment was dazu sagen, wo das stattfindet, weil hier gibt es zwei Dinge. Das eine ist, wie viel neue Kohlekraft noch geplant ist, das also richtig, richtig besorgt, aber auch, wo das geplant ist. Häufig ist, wenn in der Medienberichterstattung ist es so, ja, China und Indien, das ist das ganze Problem. Aber ich möchte mal klarstellen, es sind vielleicht die Hälfte dieser Megawatt in China und Indien geplant. Bei der anderen Hälfte, die sind in anderen Ländern geplant. Und hier ist ein Beispiel Ägypten. Ägypten hat kein einziges Kohlekraftwerk. Da sind aber jetzt 17.000 Megawatt neuer Kapazität geplant. China hat zwar selber im letzten Jahr 300 Gigawatt aus seiner Pipeline rausgenommen,
Chinesische Firmen bauen aber, wollen bis zu 15.000 Megawatt in Pakistan bauen. Pakistan hat im Moment 190 Megawatt Kapazität, das ist eine Erhöhung von über 8.000%. In Myanmar sind auch riesige, ist auch ein Land, wo es kaum installierte Kohlekapazität gibt und plötzlich das Land mit Kohlekraftwerken zugepflastert werden soll. In dem Fall sind es nicht chinesische Firmen, es sind Firmen aus Thailand, es sind Firmen aus Indien, es sind Firmen aus Japan. Und bei diesen neuen Kraftwerken geht es nicht darum, um ländliche Elektrifizierung oder so. Nein, es geht um den Export in die Nachbarländer, nach Indien, nach Thailand. Und es geht um die Versorgung der Bergbauindustrie in Myanmar. Dafür werden diese, sollen diese Kohlekraftwerke gebaut werden. In den Philippinen haben sie auch ein großer Zubau, der geplant ist. Die Philippinen sind insofern interessant und aber auch typisch. Hier sind ungefähr 13 Gigawatt neuer Kohlekraft geplant. Gleichzeitig gibt es aber auch eine erneuerbare Pipeline, wo auch ungefähr 13 Gigawatt an erneuerbaren Projekten geplant werden und durchführungsfähig werden. Nur, es werden nur 13 Gigawatt gebraucht. Entweder setzt sich die eine Pipeline durch oder es setzt sich die andere Pipeline durch. Und welche sich durchsetzt, ist eben ganz stark eine Frage der Finanzierung. Es gibt unglaublich breiten öffentlichen Widerstand gegen fast jedes dieser Kohlekraftwerke. Auf den Philippinen, die katholische Kirche mobilisiert die Menschen, Priester stellen sich hin, machen Sitzstreiks. Auch in einem Land wie Myanmar gibt es lokalen Widerstand gegen jedes einzelne Kohlekraftwerk. Hier ist ein Bild von Demonstrationen in Thailand gegen die Pläne im Süden Thailands neue Kohlekraftwerke zu errichten. Ob diese Projekte gebaut werden, ist letztlich eine Frage, ist ein Kampf, der sich, wo es jetzt so um die, ich sag mal, um die nächsten 10 Jahre geht, ob die sich durchsetzen oder nicht. Ab irgendeinem Punkt wird es genauso in anderen Ländern aussehen, wie es jetzt schon in den USA aussieht oder wie es in auch vielen europäischen Ländern aussieht, dass es sich nicht mehr lohnt, diese Kraftwerke zu bauen, dass es nicht wirtschaftlich ist, dass man sich in Nachteil begibt. Aber so weit sind wir nicht. Und jetzt sind das alles ganz deprimierende Nachrichten. Es tut mir halt leid, aber so ist die Realität. Wir haben dann aber überlegt, was können wir machen? Also die Frage des Geldes ist hier ganz wichtig. Wenn wir dieses Geld stoppen können, es gibt so viele Gerichtsverfahren gegen viele dieser neuen Kraftwerke, es gibt einen lokalen Widerstand, es gibt die Möglichkeit, dass andere Regierungen drankommen, die die Pläne wieder canceln. In der Zwischenzeit müssen wir aber, soweit wir es können, verhindern, dass Geld hierhin fließt. Und deswegen haben wir Donnerstagmorgen um 2 Uhr morgens haben wir unser großes neues Projekt angefangen, wo wir die 120 Firmen identifiziert haben, die für 2/3 dieser Pipeline an neuen Kraftwerken verantwortlich ist. Und das ist ganz neu. Das hat es bisher noch nirgends gegeben, dass man wirklich sehen konnte, wer sind die Firmen. Und unsere Argumentation gegenüber Banken und Investoren ist, dass jeder, der in diese Firmen investiert, im Grunde in eine 4 Grad wärmeren Welt investiert. Weil diese Kraftwerke, hier werden ganz neue Länder einfach in so diesen Zyklus der Kohleabhängigkeit gebracht. Und hier werden zukünftige Emissionen einfach einzementiert. Ne? Weil wenn diese Investitionen erstmal gemacht werden, wenn die Infrastruktur steht, das sehen wir doch in Deutschland, wie schwierig es ist, die Dinger dann wieder auszustellen. Auch wenn wir das vernunftsmäßig wissen, dass wir es tun müssen. Hier ist ein aktuelles Bild von der Webpage, wo wir diese Daten veröffentlicht haben. CoalExit.org heißt das. Und ich will jetzt im letzten Moment einfach ein paar der Firmen vorstellen, dass sie eine Idee haben, was das Problem ist. Also weltweit der wichtigste praktisch Kohlekraftwerksentwickler, wenn man so sagen will, also von neuen Projekten, ist eine indische Firma, die National Thermal Power Corporation, die an Projekten mit über 40.000 Megawatt beteiligt ist. NTPC, das ist ganz eindeutig eine Kohlefirma. Das erkennt jeder als eine Kohlefirma. Über 90% von dem Strom, den sie jetzt schon produzieren, kommt aus Kohlekraftwerken.
Die Firma Capco aus Südkorea, die an 10. Stelle auf unserer Liste steht, die hat der Kohleanteil ihres Umsatzes, wenn man so will, Coal Share of Revenue, ist 46%. Das heißt, dass Banken oder Investoren, die immer so eine 50% Marge benutzen, um zu sagen, ja, das ist eine Kohlefirma oder nicht, sie erkennen nicht, dass Capco ein Teil der Kohleindustrie sind. Allianz mit 30%, ja. Sie würden Capco auch aus Ihrem Portfolio oder haben hoffentlich, wenn Sie es gut umgesetzt haben, Capco aus Ihrem Portfolio rausgeschmissen. An 26. Stelle auf unserer Liste aber steht ein Konzern Marubeni, der nun wirklich nicht so als Teil der Kohleindustrie gilt. Marubeni ist ein großer, diversifizierter japanischer Konzern. Kein Mensch, der kein Investor, sag ich mal, der Anleihen von Marubeni kauft oder eine Bank, die Marubeni einen Kredit gibt, ahnt, dass sie damit in einem Land wie Ägypten, das kein einziges Kohlekraftwerk hat, im Grunde den Ausbau einer Kohleindustrie unterstützen. Und Botswana und Mongolei und Myanmar und Länder, die kaum installierte Kohlekapazität haben. Das ist aber der Fall. Das ist die neue Nachricht, die aus dieser Recherche rauskommt. Dann haben wir andere Länder auf der Liste, die zwar nicht diversifiziert sind, aber die trotzdem auch nicht Teil der Kohleindustrie sind. Petrovietnam, das ist eine Ölfirma. Das ist die staatliche vietnamesische Ölfirma, will aber trotzdem 3600 Megawatt bauen. Oder ganz bizarre Fälle. Hier ist eine Firma aus Malaysia, Toyo Inc., deren Geschäftsmodell eigentlich ist, dass sie für Verpackungsmaterial, also Qualitätstinten produzieren und die jetzt aber plötzlich die Idee hat, dass sie sagen, also das mit dem Tintengeschäft, das läuft alles nicht so gut. Unser zukünftiges Geschäftsmodell ist, wir bauen ein 2000 Megawatt Kraftwerk in Vietnam und wenn das super läuft, dann bauen wir noch mehr dieser Kraftwerke. Rund von diesen 120 Firmen auf unserer Liste sind über die Hälfte eigentlich Firmen, die man normalerweise nicht als Teil der Kohleindustrie sieht. Was wir hier versucht haben, ist praktisch das erste Divestment-Tool zu schaffen, was eben auch nach vorne schaut, was nicht nur schaut, welche Firmen sind vielleicht schon aktiv in der Kohleindustrie, aber welche haben Pläne, erst in die Kohleindustrie einzusteigen. Oder welche sind einfach so diversifiziert, dass sie sonst nicht so klassifiziert werden, aber trotzdem signifikantes Geschäft haben, was in der Summe, wenn diese Pläne alle realisiert werden, wie das Handelsblatt wirklich in einem zweiseitigen Artikel geschrieben hat, in ihrer Freitagsausgabe, den Klimavertrag von Paris an die Wand fährt. Und interessanterweise, ich meine, das ist auch eine Entwicklung, ist das Handelsblatt, die ganz richtig beschreiben in ihrem Artikel, ohne dass wir das unbedingt so gesagt haben, was die nächste Stufe unserer Kampagne sein wird. Jetzt, wo wir festgestellt haben, wer die 120 Firmen sind, wollen wir wissen, wer finanziert diese Firmen, wer investiert die. Und die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Es reicht, auch wenn es total erfreulich ist, dass das Handelsblatt also hier quasi diese neue Urgewalt-Datenbank hypt und sagt, das geht so nicht, Urgewalt, also im Grunde inhaltlich unsere Argumentation unterstützt. Es ist trotzdem so, dass es viel, viel Druck von der Straße brauchen wird. Also die Aktivitäten von vielen Organisationen, natürlich nicht nur in Deutschland, auch weltweit, bevor wir hier hinkommen. Vielen Dank.